Straßenfußball im Atrium der Stadtwerke Bochum. Das Fanprojekt mit seiner Street Soccer Challenge hat beim Sponsoring-Wettbewerb des Bochumer Energie- und Wasserversorgers einen der vorderen Plätze belegt. So wie viele andere Projekte aus Bochum, die sich um ein Sponsoring beworben haben. Denn die Stadtwerke fördern gute Ideen in gleich vier Kategorien: Kultur, Bildung, Sport und Soziales. Ja, wir bieten hier an Straßenfußball in der klassischen Form. Unsere Hauptanliegen dabei sind natürlich Gewaltprävention und auch der Aspekt der Integration. Wir haben uns angemeldet hier bei den Stadtwerken mit unserem Konzept, mit einem Finanzplan und wurden dann halt angenommen. Die Street Soccer Challenge des Bochumer Fanprojektes hat ihren Sponsoring-Beitrag als Bürgerprojekt in der Kategorie Soziales erhalten. Bei jedem Vergabezyklus können sich Bewerber registrieren lassen und werfen damit ihren Hut in den Ring. Und wer darf alles mitmachen? Ja, es sind alle Bochumer Vereine, Initiativen und Einrichtungen aufgerufen, bei Sponsoring-Wünschen ab 2500 Euro ihre Bewerbung abzusenden über das Internet. Das heißt, jeder kann sich im Internet bewerben und kann dort mit einer kurzen Projektbeschreibung sein eigenes Projekt vorstellen. Und die Präsentation der Bewerber findet man dann auf der Internetseite der Stadtwerke Bochum. Dafür schlägt mein Herz und dafür darf dann jeder Bochumer Bürger abstimmen. Jede einzelne Bewerbung wird in Bild und Text vorgestellt. Und am Ende darf jeder Wertungsrichter spielen und 5 Stimmen für die Projekte abgeben. Stadtwerke-Kunden besitzen sogar 10 Stimmen. So werden am Ende zusammen mit einem Sponsoring-Beirat die Bürgerprojekte ausgewählt. Daneben gibt es noch 2 weitere Kategorien. Das Basissponsoring bis 2500 Euro, das jederzeit bei der Abteilung Unternehmenskommunikation beantragt werden kann. Und die Zukunftsprojekte. Die Zukunftsprojekte beginnen ab einer Summe von 25.000 Euro. Hier entscheidet der Aufsichtsrat der Stadtwerke Bochum. Diese Projekte können auch über mehrere Jahre angelegt sein. Bis zu 3 Jahren ist hier als Laufzeit möglich. Auch hier ein Beispiel. Das Theater an der Rottstraße 5. Ein Ort, an dem viele Schauspieler und Regisseure für wenig Geld große Kunst machen. Hier gibt es keine 500 Plätze, die einen Spielplan finanzieren. Hier braucht man starke Partner. Wir haben uns für das sogenannte Zukunftsprojekt der Stadtwerke beworben. Wir haben einfach im Grunde erklärt, was wir wollen, was wir sind, was unsere Ziele für die Zukunft sind. Deswegen auch Zukunftsprojekt. Und haben im Grunde den Stadtwerk ein Angebot unterbreitet, das sie nicht hätten ablehnen können. Und bald geht es wieder los. Bühne frei für die Bürger- und Zukunftsprojekte, die sich an dem Sponsoring-Verfahren der Stadtwerke Bochum beteiligen. Neu und transparent. Für manche ungewohnt, für andere die große Chance. Indem wir uns schmerzlich von dem Verlorenen trennen, beginnen wir mit dem Aufbau des Neuen.